So, nachdem wir nun über die theoretischen Grundlagen von Web Services hinreichend gesprochen haben, wenden wir uns der ersten technischen Implementierungsmöglichkeit zu. Und da habe ich jetzt hier für Sie zunächst einmal die einfachere ausgewählt, nämlich REST. REST steht kurz für Representational State Transfer, also Zustandsübertragung in einer Repräsentation. Und wir werden uns also jetzt den Einsatz von RESTful Web Services anschauen. Der ist zum ersten Mal beschrieben worden in der Dissertation von Roy Fielding. Sie sehen den Titel hier. Die wesentliche Idee, die Roy Fielding hatte, oder die wesentlichen Ideen, waren, dass er gegenüber bisherigen Ansätzen, die wir auch später dann ja noch kennenlernen werden, ein radikal vereinfachtes Architekturmodell sich überlegt hat, zu dem es keine echte Spezifikation gibt. Und das wesentliche Paradigma, was hier im Vordergrund steht, ist Ressourcenorientierung, also eine Resource-Oriented Architecture, kurz ROA. Man verwendet genau die URIs, die Sie ja bei den Basistechnologien eingeführt gesehen haben, jetzt zur Ressourcenidentifikation. Und der Zugriff auf einen URI liefert eigentlich eine fachliche Entität dahinter. Also jede URI kodiert den direkten Zugriff auf eine konkrete fachliche Entität. Und zudem nutzen Sie dann neben den URIs die zweite Basistechnologie, die wir uns jetzt näher angeschaut haben, nämlich HTTP. Und zwar genau dessen Methoden nutzen Sie als Kommandos zur Ressourcenbearbeitung. Wegen der Zustandslosigkeit des Protokolls, das haben Sie ja eben gelernt, befindet sich der Zustand also letztlich dann ausschließlich in der Ressource, die Sie ansprechen über den URI. Die REST-Schnittstelle selber, hier habe ich also nochmal konkret die HTTP-Methoden angegeben, die uns hier besonders interessieren. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es sind die oberen vier aus diesen 8 HTTP-Methoden. Diese oberen vier, GET, PUT, POST und DELETE, bilden Ihnen im Grunde eine CRUD-Schnittstelle, Create, Read, Update und Delete. Zulässige Typen, die Sie dann später übergeben dürfen, sind genau die MIME-Types, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, Text-HTML, Application-XML und so weiter. Die werden Sie aber nachher in dem praktischen Beispiel auch noch sehen. Wir schauen uns also jetzt hier mal das Mapping an, der HTTP-Methoden auf zum Beispiel SQL-Äquivalente und eben auch die Aussage, ist es denn sicher, wenn ich hier einen konkurrierenden Zugriff von mehreren Clients aus gleichzeitig oder von mehreren Threads aus gleichzeitig durchführe. Also POST zunächst einmal hat ja die Semantik, dass ich eine Ressource erzeugen möchte. Im SQL würde das eben gerade dem Create entsprechen bei einer Tabelle bzw. dem Insert into, wenn Sie einen Datensatz einfügen. Es ist auch klar, mehrere Inserts gleichzeitig können zu Problemen führen, gerade dann, wenn Sie ja zum Beispiel festgelegt haben, dass es bestimmte Schlüssel gibt, die eindeutig sein müssen. Also generell ist das hier sicherlich nicht sicher für konkurrierenden Zugriff. Sie wissen ja auch vielleicht schon aus Datenbanken, aus der Vorlesung, dass eben das Datenbankmanagementsystem dann Mechanismen vorhält, um mit diesen konkurrierenden Zugriffen eben umgehen zu können. PUT selbst aktualisiert eine Ressource, stellt also letztlich das Update in der SQL-Semantik dar, ist natürlich auch nicht prinzipiell sicher bei konkurrierenden Zugriffen. Wir haben ja schon über Problematiken wie Lost Updates oder Dirty Reads oder ähnliches in Zusammenhang mit verteilten Transaktionen gesprochen. Und natürlich müssen Sie hier auch damit umgehen, wenn mehrere gleichzeitig auf einen Datensatz zugreifen. Also PUT-Semantik grundsätzlich das Update. GET, das ist unser eigentlicher lesender Zugriff. Den haben Sie ja auch in dem HTTP-Beispiel-Request schon kennengelernt. Und natürlich ein reines Lesen, gleichgültig wie viele das vornehmen, ist erstmal per se sicher. Also natürlich in Kombination mit den oberen nicht sicheren Operationen wieder nicht mehr sicher, aber aus sich selbst heraus ist die GET-Operation sicher bei mehrfachem gleichzeitigem Zugriff. Und Delete, naja, tut genau das, was es auf SQL-Seite auch tut. Da heißt es ja auch Delete, Sie löschen hier einen Datensatz. Das ist also die Zuordnung der vier wesentlichen HTML-Befehle. Und naja, Sie wissen aus
SQL noch, dass Ihnen diese vier eigentlich reichen, um jegliche Operation auf den Daten vornehmen zu können. Und deswegen können wir hier mit diesen ganz einfachen vier HTTP-Methoden gerade alle Operationen abbilden, die in unserem Programm sind und die über diesen Webservice dann durchführen. Die REST-Schnittstelle, wenn Sie sich also ein Beispiel jetzt anschauen für Studierendenmanagement, dann sähe das eben so aus. Sie haben zum Beispiel ein GET auf die Ressource slash Students, also auf das Verzeichnis Students im Plural. Und die Students sind eben genau die Liste aller Studierenden. Und mit dem GET fordern Sie gerade diese Leseroperation an, also bekommen Sie die gesamte Liste aller Studierenden. Wenn Sie jetzt unter dem Students noch eine konkrete ID angeben, ich habe das hier mal in geschweifte Klammern gesetzt, damit klar ist, dass das ein Platzhalter ist für die konkrete ID, den konkreten Identifikator des Studierenden. Wenn Sie das so angeben und sagen get slash student slash ID, dann lesen Sie genau die Daten dieses einen Studierenden mit der passenden ID. Bei Post an dieses Verzeichnis Students, also an diese Liste, legen Sie einen neuen Studierenden an, der dieser Liste dann eben angehängt wird. Genau wie Sie es bei SQL auch haben, wo Sie ja sagen Insert into und geben dann eine Tabelle an. Bei Put Students mit einer konkreten ID werden Sie die Daten des Studierenden, der diese passende ID trägt, dann eben gerade aktualisieren mit dem, was Sie jetzt hier übergeben. Und da manifestiert sich die Zustandslosigkeit des Protokolls. Sie müssen eben hier konkret alle Daten mitschicken, die Sie aktualisieren wollen und auch angeben, welche Sie eben in welcher Weise aktualisieren möchten. Das Delete, das bezeichnet eben gerade das Löschen und natürlich müssen Sie auch hier wieder eine ID angeben, welchen Studierenden Sie denn dann löschen möchten. Sie sehen natürlich, dass diese Students willkürlich gewählt ist und an sich bräuchten Sie genau dafür Dokumentation bzw. Spezifikation, aber da ist eben gerade die Forderung, ja, wir wählen hier sehr aussagekräftige Bezeichner und deswegen kommen wir in den meisten Fällen um eine weitergehende Spezifikation drumherum und diese Ressourcennamen sind aus sich selbst erklärend. Die eigentlichen URIs und die Anfragen, wie sieht das jetzt konkret aus? Also Sie rufen zum Beispiel temperatures.org auf und dort ist es offenbar hierarchisch nach Ländern und Städten gegliedert und Sie geben eben über slash country und slash town, geben Sie Ihre beiden Ressourcen an, die Sie konkret abfragen wollen und wenn Sie das dann tun, können Sie zum Beispiel für Stuttgart die Temperatur in Stuttgart abfragen über einen HTTP-GET-Request. Klar, Sie lesen die Temperatur, schreiben, verändern, sodass sie sich tatsächlich ändert, wäre zwar sehr schön, wird aber in der Regel nicht so einfach funktionieren. Und Sie bekommen dann am Ende eine Antwort wieder zurück, nämlich mit einmal der HTTP-Aussage, dieses Request wurde sauber verarbeitet, dieses 200 okay als Statusmeldung haben Sie ja bei den HTTP-Beispielen schon kennengelernt. Dann mit dem Content-Type, in der Regel wird es Application-XML sein. Und darunter finden Sie dann eben das eigentliche XML mit den Temperaturinformationen in diesem Namespace Weather, der hier vorgesehen ist. Welche Alternativen haben Sie denn jetzt, um RESTful Web Services umzusetzen? Wenn Sie keine weitere Programmiersprache wollen, könnten Sie versuchen, das über HTML und Links umzusetzen. Konventionelle Programmiersprachen haben Sie vielleicht auch kennengelernt. Also zum Beispiel Plain C oder auch Skriptsprachen. Diese müssten dann eine sogenannte CGI-Verarbeitung vornehmen. Das können Sie in einen Apache-Webserver zum Beispiel auch einbinden als Modul, dass er dann Befehle weiterreicht an CGI-Programme, also an eingebettete Programme in konventionellen Programmiersprachen. Darüber könnten Sie also auch ältere Programmiersprachen weiterverwenden. Und die müssten dann als Ausgabe eben genau HTML oder XML-Strings erzeugen, die dann wieder zurückgeschickt werden können. In Java selbst haben Sie dann einmal die Möglichkeit, natürlich die HTTP-Requests, die dort auf jeden Fall kommen werden, denn HTTP ist ja die Basis, die fest eingebaut ist in REST, wie Sie eben gesehen haben, diese Verarbeitung dieser Requests eben selbst auszuprogrammieren.
Vielleicht haben Sie schon mal Java Servlets kennengelernt. Dort müssten Sie dann eben komplett händisch verarbeiten. Die andere Variante ist, Sie nutzen Frameworks. Sie könnten eben zum Beispiel den relevanten Teil des JAX-WS Framework verwenden, um sich die Arbeit zu erleichtern, oder Sie verwenden das auf diesen Zweck spezialisierte JAX-RS Framework. Es wurde standardisiert im Java Specification Request 311, JSR 311. Und es gibt auch eine verfügbare Beispielimplementierung unter dem Namen Jersey. Die können Sie sich einfach frei runterladen. Sie werden gleich noch sehen, wie wir die in unsere Entwicklungsumgebung einbetten.